Gut, auf geht's. Was für eine hochherrschaftliche Fischerhütte hier am Start ist. Viel zu hoch da drüben die Fackeln, aber das machen wir dann später vom Boot aus vielleicht. Ja. Krieg dein Gehirn zusammen, Honk. Dann wirst du weniger Schmerzen haben. So. Ja, das dürfte für den Anfang reichen. Ja. Und es geht los. Es beginnt. Ich würde sagen, hier an der Seite auch noch. Oder warte mal. Nee, weißt du, das mache ich auf geschicktere Art und Weise. Das sieht dann interessanter aus. So, da, da. Und dann machen wir hier nochmal. Und da nochmal. Hier nochmal und da nochmal. Das sind jetzt drei. Okay, alles klar. Hier machen wir das. Und ja, ich würde schon fast sagen, ja, wir haben genügend Zäune. Wenn ich jetzt hier runter tauche, auf den Boden des Meeres. Halt! Ja, scheiße. Entschuldigung. Ja, das war scheiße. Ich sollte vor allem auch mal was essen. Ja. Keine Angst, wir werden es hinbekommen. Wir zusammen. So, guck mal. Genau das wollte ich nämlich. Jetzt das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und jetzt kommt etwas, das ich, wo ich noch nicht weiß, ob das so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht eher so. Ja, nein. Das war mal total falsch. Aber zum Glück kann man das ja alles beheben. Ich müsste mal schauen, ob ich irgendwo Spruce-Treppen habe. Ja, vier Stück. Zwei brauchen wir. Das kann wieder rein. Gut. Also ich finde, läuft. Warte mal. Mit dem brauchen wir momentan gerade nicht, sagte er und wurde kurz darauf angegriffen. Nein, wird er natürlich nicht, meine Güte. Ah ja, hier fehlt was. Und natürlich ist die Fackel da drüben ganz so hoch, klar. Aber da wir jetzt wissen, was zu hoch ist. Ja, genau. Und da. Und da. So, super. Lobte er sich selbst und hatte allen Grund dazu. Wir können auch heute mal die Mesa ein bisschen erkunden gehen. Einfach nur als Versprechen an diejenigen, die sich jetzt vielleicht schon irgendwie so ein bisschen genervt fühlen, dadurch, dass der Honk hier die ganze Zeit rumbaut. Ja, warum sollte man davon genervt sein? So. 2, 3. Okay.
Ja, jetzt brauchen wir natürlich mehr Zäune. Haben wir aber. Und da würde ich jetzt sagen, mache ich das so. Dass die hier hochgehen. Da könnte man hier vielleicht auch noch. Und jetzt. Ja. Das würde ich dann doch gerne lieber anders machen. Erstmal ordentlich Spruceplanks. Ja, könnte man machen. Wird natürlich verloren gehen wahrscheinlich. Ja. Ist aber auch egal. Und dann nochmal hier. Ja, das geht. Fragst dich, was er hier macht? Warte. Das ist nämlich der Fischersteg, von dem aus gefischt wird. Und das machen wir so. Viel mehr ist gar nicht nötig. Hauptsache der Fischer ertränkt sich nicht. Das kann er nämlich auch durchaus. Frage ist jetzt, habe ich noch Glas? Und zwar kein gefärbtes, sondern ganz einfaches Glas. Und wo wäre das drin? In welcher Truhe? In der Nahrungstruhe wahrscheinlich, nein. Ja, wenn ich kein Glas habe, dann muss ich welches machen. Ach, was du nicht sagst. Aber, da wir massig Sand haben und massig Öfen, weißt du was? Sand überhaupt gar kein, Glas überhaupt gar kein Problem. Da sind die Mobdröpse. Ja, hier ist Grünzeug, da können wir das mal reinpacken. Das Kelp. Und auch das hier. Wie heißt das nochmal? Ach ja, Weizen, ne? So. Raus. Und ich wäre mal sehr gespannt, ob wir schon wieder einen Kartografen haben. Denn dann würde ich schon mal, während wir hier bauen, diesenjenigen aufmädeln, damit der Ach, guck mal. Die haben extra ein Bett für mich freigelassen. So. Ja, Fruchtfliegen. Huch. Ich dachte, ich hätte die inzwischen alle zu Boron geschickt. Also, wo ist denn der Kartografierer? Ist der hier? Hier ist eine Hütte, da ist ein Kartentisch drin. Nein, du bist ein Cleric. Eric der Cleric. Sag mal, Kollege, hättest du vielleicht Bock, Kartografierer zu... Was bist du? So, Mason, okay, alles klar. Rick, ich kenne dich. Wo ist der... Haben wir wirklich keinen Kartografierer hier? Also hier ist alles, aber kein Kartografierer. Muss ich vielleicht ein paar Werkbänke abbauen? So, also ich habe die ganze Bratwurst verteilt. Hier wächst allerdings neue heran. Da ist ein Fletchy. Okay, also das, wir müssen noch ein bisschen hochfüttern, damit hier Kartografierer an den Start kommen. Na, Katzi. So, let's do weiter, what we can. Cleric, was machst du hier? Sein Name ist Eric. The Cleric. Wer bist du eigentlich? Du hast keinen Namen und du gehörst nicht mir. Okay, alles klar. Das können wir aber hinkriegen.
Ach, Vögelchen. Seht ihr das? Ich muss mal hier Tür aufmachen, damit die vielleicht wieder... Ach, Digga. Mögt ihr wieder reinkommen? Los. Unglaublich. Unfucking glaublich. Ich kann meine Wand auf, meinen Zaun aufmachen, nur damit diese... Haltet die Fresse. Ah, halt. Da hau ich fast die Tür weg. Ah. Digger Schwede, das ist so scheiße. Hm. Wo ist eigentlich mein Crafting-Tisch geblieben? So. Oh, der alte Hunger und das Rülps hat wieder zugeschlagen. So, der Arbeitsschrank für den Fischer kommt hier hin. Findet ihr das cool da oder was? Oh, du Arsch! Ja, der hat seinen Job verloren und wird jetzt Fischermann. Nicht zu fassen. Nicht zu fucking fassen. Er hat aber auch gleich erstmal eins aufs Maul gekriegt. Das tut mir leid, aber sowas passiert. Wenn man mir einfach so in die Axt läuft. Sag mal, habe ich überhaupt gar keine. Naja. Gut. Diese Vögel, ne? Irgendwie hat es mir diesmal gar nicht leid getan, dass ich meine gehauen habe. Könnt ihr das verstehen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Könnt ihr es verstehen? Du Kackfrosch, komm mal da rein. Hörst du Kackfrosch? Warte mal, Kackfrosch. Du schnallst es nicht, ne? Muss ich dir erst eine batzen? So. Hätten wir das auch mal. Ja. Ihr könnt doch eine Fackel nehmen. Na, Fisherman? Sind die wieder cool oder was? Ja, ich grab das hier einfach mal alles aus. Also ich wollte jetzt gerade sagen, wir können auch den Sand hier rausgraben, aber wir haben genügend Sand in den Truhen drin und selbst wenn der ausgeht, wir haben eine Wüste in der Nähe. Nicht nur eine. Wenn es ästhetisch notwendig wäre, den Sand loszuwerden, dann wäre das was anderes, aber das ist ja glücklicherweise nicht der Fall. Wolltest du mir gerade wieder eine Möglichkeit zeigen, Selbstmord zu begehen? Digga. Die haben es aber auch wirklich abgesehen darauf, ne? Keine Frage. So. Ich würde jetzt auch sehr gerne noch ein bisschen anderes Holz an den Start nehmen. Einfach nur, weil ich es kann. Und weil der Fischer ja noch nicht genügend Luxus hat, auch wenn er gerade versucht hat, sich zu ertränken. Ein Fischer, der sich ertränkt. Das ist schon, hat eine ganz eigene humoristische Seite. Hier ist so viel. Oh, guck mal, hier ist so viel Crimson-Holz. Das könnte man später auch noch verwenden. Ja, auch wenn das heute nur eine Bausitzung wird, dann tut mir das mal gar nicht leid. Das muss auch mal sein. So.
So, und damit der gleich nicht wegen dem Bett gleich wieder in den, wegen des Bettes in den Ortskern rennt, werde ich ihm gleich mal sein Bett hier hin basteln. Dazu muss ich erstmal eins holen. Eigentlich bräuchte er ein blaues, weil er ist Fischer. Bisschen Lore, Digga. Haben wir hier ein blaues Bett irgendwo? Nee, lila. Aber wir haben blaue Farbe, insofern überhaupt gar kein Problem. Ja, damit. Ach ja, dass heute nach so langer Zeit mal wieder Horstieheim an den Start kommt, finde ich gut. Hier ist blaue Farbe. Ich nehme mal einen davon. Als einziges. Und hier ist sogar ein Crafting-Tisch, den wir verwenden können. Ja, ich hätte auch mein Bett nehmen können, aber das, das riecht nach mir. So. Und niemand soll ein Bett haben, das nach mir riecht. Mm-mm, auch du nicht. Moin. So. Fisherman hat dann auch mal ein Bett in seiner Hütte. Ich mach das mal so. Mischform. Ich glaube, ich noch nie gemacht. Ja. Alles gut. Naja, das sieht ein bisschen seltsam aus so. Naja. Seltsam, aber originell. So, jetzt noch zwei hier so rein. Ist doch schön. Guck mal. Fertig. Jetzt fehlt noch. Nee, das nehmen wir fürs Dach. Jetzt fehlen noch Treppen. Von einem anderen Material. Ja, sind noch zwei von da. Drei von da. Aber wir haben so viel von diesem Holz hier, von dem schönen Spruce-Wood. Fischer, was machst du hier im Lagerhaus? Lagerst du Fische ein? Finde ich gut. Fische. Gleich müsste das Glas fertig sein. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Lass dich nicht ablenken, Honk. Mein Honk, lass dich nicht ablenken von diesen Krampen. Nein, Shapeless Crafting ist da nicht möglich. Was ich so immer alles denke, ne? So. Ach du meine Güte. Was ist denn das für ein Wetter? Das ist ja fast wie jetzt hier in Hamburg. Also echtes Sommerwetter. Ja. Seit Wochen schifft es und die Temperaturen sind auf Spätherbstniveau. Ja. Kein Scherz, ist so. Wir sind aber im Climate Boiling, ganz klar. So, zum Glück darf ich mir hier solche Kommentare erlauben. Woanders wäre ich jetzt schon längst Persona non grata. ja, die Sonne geht unter. Warum pennt der Typ nicht in seinem Bett? Jetzt penne ich da drin. Sehe ich gar nicht. Ein. Ja, der Vogel hat irgendwie keinen Bock auf den Beruf als Fischer. Wahrscheinlich stinkt es ihm. Der ist wahrscheinlich schon die Leiter hochgelaufen und hat seinen Kollegen oben Gesellschaft geleistet, der da schon die ganze Zeit auf dem Bach. Ich glaube, es ist wahr. Fischer? Der sitzt oben auf dem Dachboden, ich sag's dir. Und verliert seinen Job, weil er zu weit von seiner Werkbank entfernt ist. Ich glaube, ich muss die Leiter oben zum Dachboden dicht machen und die beiden oben totschlagen. Ja, ist die einzige Möglichkeit, mit den Vögeln umzugehen. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier die Zielscheibe. Das ist der einfachste Bauweg. Ach ja, ich müsste ja auch noch eine Leiter nach oben aufs Dachgeschoss machen.
Ja, das ist jetzt nur die Zwischendecke. Habe ich diesmal etwas anders eingezogen. So, und dann jetzt hier nochmal rundherum. Ja, irgendwo. Ja, ich muss ja auch dafür sorgen, dass der Vogel hier aufs Dach steigen kann. Ach ja, Dorfbewohner, ne? Immer wieder eine Freude. Und es sind jetzt, ist jetzt wieder wie in alten Zeiten mit dem Honk, ne? Ja, regt sich über die Dorfbewohner auf. Am laufenden Band. Warte mal. Wenn ich jetzt hier durchhaue. Ach nee, das wird ja nichts. Moment, Moment, Moment. Ja, muss ich wieder reinsetzen. Alles klar. Dann müssten wir hier irgendwo in der Mitte einen Pfeiler hoch machen, damit wir ins Dachgeschoss können, weil ich will oben Giebel drauf haben, ist klar. So, jetzt muss ich mir das mal anschauen. Sind die jetzt beide hier oben? Du Vogel gehst mir seit Ewigkeiten auf den Sack.